Frauen sind geistig, sittlich, emotional und soziobiologisch komplett verschieden. Und ich für meinen Teil liebe das einfach, wie verschieden die sind. Ich meine, das kann man nur lieben. Ich verweise hier mal auf ein bärenstarkes Video über 50 reale Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das ist auf Englisch, aber wirklich sehenswert. Guck dir das mal an, wenn du magst. Also, dass Emotionalität biologisch determiniert ist, das wird ja selbst heute in Zeiten des totalen Egalitarismus jeder Biologiestudent im ersten Semester bestätigen können. Oder du guckst dir einfach ein paar Studien zum Thema an. In einer davon wurden ca. 20 Männer und Frauen zu Bildern, die man ihnen gezeigt hat, befragt. Welche Empfindungen haben sie bei positiven und welche bei negativen Bildern? Das Ergebnis war, dass Frauen Bilder deutlich schneller als negativ bzw. bedrohlich bewerteten und dass hohe Testosteronwerte, die ja naturgemäß bei Männern höher sind, eine geringere Sensibilität bei der Bilderschau zur Folge hatten. Zudem stellte sich heraus, dass Teile des Gehirns, welche für die Gefahrenerkennung zuständig sind, bei Frauen aktiver waren als bei Männern und dass Zonen verantwortlich für Analytik, Planung und kognitive Abläufe bei Männern aktiver waren. Warum erzähle ich dir das alles? Weil das emotionale, empathische und sensible tendenziell Frauensache ist. Frauen wissen das instinktiv und sie suchen deshalb den ausgleichenden Gegenpart, den emotional ausgeglichenen eben. Und wenn sie dir Dinge sagen wie, sei doch nicht so unsensibel, Machos mag ich nicht, oder du musst nicht immer den Coolen spielen, sowas in der Richtung geben, ja, dann kannst du das eher als Komplimente verstehen als als Vorwurf. Emotional zu sein ist übrigens nicht dasselbe wie Leidenschaft für etwas zu haben. Verwechsel das nicht, denn im Gegensatz zu Emotionen macht dich Leidenschaft für Frauen attraktiv.